So, da ist noch ein Schatz. Das könnte ich eigentlich mal machen, dann könnte ich nämlich erst das hier mal wieder auf eine Mission schicken. Ja, bitte. So ein paar neue Rohstoffe sammeln. Ich habe sogar keine Lust, eine Bombe zu bauen. Ja, hallo? Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, ha? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt dort? Der Schüler, dieser ehrgeizige junge Mann, behauptet, er sei ein Assassine. Zeigen Sie ihm wahres Können, indem Sie ihn bei einem Rennen besiegen. Nun, ich habe wohl einen. Also gut, los! Das war einfach nur ein Frühstart von mir. Na, ihr seid was Besonderes. Muss ich da hoch oder was? Ich werde ihn trotzdem besiegen, denke ich. Na ja, gut, das ist echt keine Herausforderung. Jetzt geht's los! Habt ihr das gesehen? Ja, hab ich. Was denn, wo denn, wie denn, wann denn? Ja, genau, genau. Okay, das war so asozial von mir, ne? Ist schon mal ein bisschen leid, muss ich sagen, aber... Jetzt zeige ich dem Spiel einfach das zurück, was es mir antut, die ganze Zeit. Das zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Boah, lauf doch da durch, ey. So. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Evid, natürlich, Mentor. Jo. Sehr gut. Nichtsdestotrotz befand sich hier doch... Oh, in ganzer Nähe geht's weiter mit der Hauptstory. Können wir eigentlich auch machen, oder? Ich wollte ja erstmal zur Assassinenfeste und nach der mediterranen Verteidigung schauen. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Da ist die nächste Feste. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir holen die Truhe. Wo ist denn jetzt hier die... Ja, wir holen jetzt hier die Truhe und gehen zu den Roma. Und holen uns noch einen Assassinen, der ist auch ganz in der Nähe. Ja. Ich könnte hier auch mal wieder neue Waffen und Rüstungen und sowas kaufen, ne? Nur so eine Idee. So, auf jeden Fall irgendwo noch ein Buchladen. Thank you.
Heute ist ein schöner Tag. Zwei neue Schreiber von seltenem Talent und reinstem Stammbaum. Naja, ist ja gut. Gib mir einfach das, was du hast. Alles. Nein. Hier. Mhm. Nehmen wir mit. Da nehme ich schon mal die ganzen Schatzkarten. So. Gut, Bücher. Na gut, ich krieg 15% Rabatt, ne? Da muss man natürlich drüber nachdenken. Nur heute. Also teilweise ist ziemlich teure Schätze dabei. Nämlich zum Beispiel die Metamorphosen von Ovid. Ach, warte mal. Aristo, ein schönes Geschäft. Hat man eigentlich je herausgefunden, was aus diesem So, hier ist nämlich auch ein Schatz. Oh, da ist sogar ein Schneider. Wer rechnet denn mit sowas? So, 7500 kriegen wir jetzt. Kommt, lasst euch von meiner Erfahrung mit aller feinster Seide umhüllen. Nein. Ich möchte es nicht. Ach, da unten. Sag schon, warum haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Das ist kein Heim für Schwachgeld. Kriegt deiner Schwester kein guter Ehemann? Was machen schon ein paar Warzen und Amputationen, wenn der Rest so besonders ist? Also wirklich. Oh, hi. Was ist denn hier? Was ist denn mit dir? Du bist ja gut gelaunt heute, hä? Ich staune. Kein Hunger. Tja, ihr wolltet es so. Ich wollte es nicht, aber ihr. Sieht zwar nichts, aber ist okay. Oh. So, danke. Genau, Assassine ist ein gutes Stichwort, denn das ist nämlich ein Rekrut. Der rekrutiert werden möchte. Den Bürger helfen. So, bitte. Oh, eine Frau! Ich gehe kaputt. Es ist wirklich eine Frau. Hallo. Hallo, Frau. Ihr seid nicht allein, Al-Qadashin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Bitte. Aber zwar ist eine gemischte Assassinen-Gruppierung aus Frauen und Männern, aber... Tja, es ist wie es ist, ne? Man kann sich im Leben nicht alles aussuchen. Oh, so das. Eine von 10 Seiten der Memoiren gesammelt. Von irgendeinem Ishak. Ich weiß nur nicht, wie der jetzt wirklich heißt. Ist wahrscheinlich so die bekannteste Person aller Zeiten. Ich kenne sie einfach nicht, aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache ihr kennt sie, wenn ihr sie kennt. Da? Da. So. Ich wollte immer noch zu einer Feste gehen, um dort die mediterrane Verteidigung mal wieder auf Schwung zu bringen. Hier unten oder was? Dann gehen wir zu den Roma. Das ist nämlich die Hauptstory. Fahren wir damit fort. Aber es wäre eigentlich dumm, wenn wir das jetzt machen würden, weil dann geht halt viel Zeit auch ins Land, die wir für mediterrane Missionen nutzen könnten. Theoretisch. Aber bei der Bombenherstellung ist ja nicht auch meistens noch ein Assassin-Dings dabei? Hm? Doch klar, seht ihr? So. Rekrut erreicht neue Stufe. Selim Chihad ist auf Stufe 8 Krieger. Oh, viele Sachen. Guido Tuccherini ist jetzt auf Stufe 6 Jünger. Valentini Duca hat nun Stufe 7 erreicht. Ein neuer Potenzial-Assassin wurde angeworben. Guido Tuccherini.
Valentini Duca. Assassinsignal verliehen. Sehr gut. Dann haben wir Yerman Ragar. Beatrice Demoni. Ja. Und können uns jetzt freuen. Genau, das ist die Beatrice und Valentini. Ja. Und er legt derzeit den kleinen Prinz. Wie lange dauert das denn? Jetzt mal ernsthaft, wie lange dauert das bitte? So, warte mal. Drei Fähigkeitenpunkte. Kampf und Rüstung. Natürlich erstmal Rüstung, dass die immer schön überleben. Mittlere Waffe, Pistole, Kampf. So. Genau. Maske ein, aus. An. So. Umhang ein, aus. Ach, das ist so scheiße. Konterattentat. Okay. Konterattentat. Ja. Oh, der hat eine ziemlich große Axt. Die Valentini. Der Guido! So. Ja. Okay. Und mediterrane Verteidigung. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Alexandria. Vielleicht treffen die ja da den... Wie heißt der Typ aus Origins? Ah, ich komme nicht drauf. Fuck. ...91%. Oh. Ja, ist aber eigentlich Schwachsinn. Gibt's hier auch... Hier, gibt's wieder diese seltenen Dinger. Die Region auskundschaften. Mit wem machen wir das denn mal? Ah, das ist eigentlich auch Kappes. Die sind schon zu weit fortgeschritten, die Assassinen teilweise. Hier, haben wir doch was. Na gut, die sind aber zu schwach trotzdem. Erinnerung. Wow, okay, das ist einfach noch zu schwer. Alter, wie viele. Ich glaube, die holen sich nicht dauernd so wie bei Brotherhood. Oh doch, das könnte reichen. Ja, das reicht. 92. Und die da noch dazu. Zack. Mission starten. Bitte. So, können wir hier das vielleicht noch machen? Nein, können wir nicht. Können wir... Okay, das sind 5 Sterne. Das wird zu schwer. Bursa, was haben wir da anzubieten? Der kleine... Status in Arbeit. Ja, wie lange dauert das denn? Unbekannt. Da kommt er einfach nie wieder zurück. Das ist ja so lange her, dass ich den weggeschickt habe. Ich kann mich daran schon gar nicht mehr erinnern. Ah, ich brauche irgendwas mit 4 Sternen. Vielleicht in Damaskus. Vielleicht ist da was mit 4 Sternen. Nein. Ist in Genua was mit 4 Sternen? Nein. In Jerusalem bestimmt. Nein. Ey, ist nichts mit 4 Sternen oder was? Das wird zu schwer sein. Madrid. Es gibt nichts mit 4 Sternen, ne? Wow. Tja. Oh, das ist schwerer jetzt. Wenn ich einfach die 3 hinschicke. Komm, schick euch 3 hin. Soll's. Okay. So. Alle Assassinen sind versorgt. So. Ja, gut, das habe ich, glaube ich, jetzt einfach alles voll mittlerweile. Ja. Ach komm, stell mal ein paar Bomben her, was soll's. Ich hatte nämlich hier schon was ausgesucht gehabt vor einiger Zeit. Und zwar. Was war das jetzt? Das war die Ablenkungsbombe. Die Ablenkungsbombe machen wir natürlich mit der Aufschlaghülse. Mit einem großen Gebiet. Und dann nehmen wir nämlich. Salpeter. So. Gut. Der taktische Beutel. Dann nehmen wir... nehmen wir die Verzögerungshülse, würde ich sagen.
mit einer mittleren Reichweite und nehmen das Stinkdrüsensekret. So. Und der tödliche Beutel, der ist natürlich sofort mit mittlerem Pulver und einer Prise Giftnebel. Achso, gut. Alles klar. So, jetzt sind wir gut ausgestattet. Für das, was da so kommen wird jetzt bald. So, ich spring gerade den Strohballen aus Versehen. Aber hier ist ja noch... Ach komm, die Aussichtspunkte hole ich mir jetzt eben. Komm. Ich kann nicht verweigern. So viel Zeit muss dann doch mal sein auch. Ne, wir müssen hier hoch. Sonst kommen wir nicht weit. Wenn wir nächstes Mal bei dem Schmied sind, werde ich mir noch neue Ausrüstung kaufen, denke ich. Damit ich wieder das rauskomme wie beim zweiten Teil. Und bei Brotherhood war es, glaube ich, auch so, dass ich da ziemlich lange mit der Ursprungsausrüstung rumgelaufen bin. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Keineswegs. Was ist das hier? Also. Sehr beeindruckend, aber warum nicht einfach gehen? Weil gehen langweilig ist, mein Freund. So. Ah, da ist so ein Schmied, der sogar von uns noch renoviert werden möchte. Seht ihr? Dann passt das doch. Gut, gehen wir erstmal Aussichtspunkt. Weil wir hier lang müssen. Das war der falsche. Was? Okay, mein Freund. Damit will ich nichts zu tun haben. Was ist das denn für ein Typ? So, Kopf platt getreten. Warum hat er das gemacht? Hier ist ein Größe. Ist das vielleicht die Hagia Sophia? Nein, ist sie nicht. Ich weiß. Das Leben ist kurz. Aber es muss immer so schnell gehen mit den Türen. So. Ja, ist gut, Ezius. Geh mal hier um die Ecke. Ja, genau so. Nein, runter. So. Karte aktualisiert. Hepp. So. Genau. Bank und Schmied. Oh, eine Bank ist auch noch hier. Gehen wir zur Bank, holen Geld, dann gehen wir zum Schmied und kaufen schön ein. Lassen wir unsere Rüstung mal endlich reparieren, die schon seit, keine Ahnung, 20 Parts gefühlt kaputt ist. Also nicht kaputt, sondern angenockt quasi. So. Guten Tag. Ich möchte bitte ein bisschen Geld kaufen. Ah, danke schön. So. Dann bis nächstes Mal. Ja, gerne. Es hat mir wirklich viel Spaß bereitet, dieses Arrangement mit Ihnen. So, dann haben wir hier noch den Schmied. Da. Ich glaube, sollte ich jemals wirklich ein Video machen, wo ich ja, so eine Top 10 machen würde von meinen Lieblings-Assassin's Creed-Teilen. Ich glaube, ich hätte einfach deutlich mehr Dislikes als Likes. Weil ich, glaube ich, keiner mit meiner Meinung irgendwie arrangieren könnte, glaube ich.
Reparieren. Alle. Nee, ich will erstmal was kaufen. Das da. Ja. Azab-Lederarmschutz. Das ist aber so die Einstiegsrüstung, die wir jetzt erst kaufen. So, okay. Waffen. Der preußische Streithammer. Oh, der ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, nee, der ist doch nicht gut. Persischer Schamschir. Florentinischer Meichus. Oh, der bietet sehr, sehr viel Schutz. Und die Merowinger-Axt. Hm. Ich habe eigentlich schon sehr gute Waffen. Kleine Waffe. Kurdischer Jambia, den haben wir. Das Standard-Stilett. Oh, das ist doch ein bisschen besser sogar. Der makedonische Dolch bietet ein bisschen mehr Schaden. Aber jetzt gerade das Tempo ist mir wichtig. Ne? Darauf lege ich sehr, sehr viel Wert. So. Also haben wir jetzt das Standard-Stilett. Welche Waffe habe ich denn eigentlich? Erfordert die schwere Schwertscheide. Das Assassin-Yatagan-Schwert. Ah, ich trage hier eine Waffe von den Wachen, genau. Die ganze Zeit. Armbrust. Haben wir einfach gar nicht. Wow. Okay, ist gut, Templer. Das heißt nicht, kaufst du. Hast gewonnen. Du musst es nichts sagen oder schreiben. Hat gereicht, dass du es denkst. So, Munition. Wurfmesser. Ja gut, die kann ich ja so sammeln. Ist ja affig. Die 74 Geld, die sind mir zu viel. So, Komponenten. Ja, genau. Brauche ich definitiv nicht kaufen, glaube ich. Bitte schön, mein Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Ja. Okay. Ich möchte aber trotzdem... warte. Ich möchte mal mit dir reden, kurz. Ich muss nämlich jetzt trotzdem die Rüstung reparieren, weil so viele neue Rüstungsteile gab es ja letzten Endes nicht. So, okay. Jetzt finde ich ja langsam ins Spiel rein. So allmählich, so nach, keine Ahnung, ein paar 20 Parts. Ach, die Armbrust ist eine primäre Waffe. Das ist ja interessant. So. Nach links. Die Handklinge ist oben. Fäuste sind unten. Ach, komm, nehmen wir den. Das ist natürlich viel besser. Giftklinge. Ah, gibt's auch nicht verkehrt. Okay. Sekundärwaffen, nehmen wir die Pfeile. So, okay. Alles klar. Was ist jetzt passiert? Hä? Was ist jetzt passiert? Drücken Sie ja zweimal Ziel zu erfassen, ja, weiß ich ja. Hä? Okay, wir sind irgendwie in einem Tutorial gelandet. Ich weiß noch nicht wie und warum. Und wieso und weshalb. Sehr gut. Machen wir einfach so weit, dass nichts gewesen wäre. Ist immer das Einfachste. Ja. Wir wollten ja mit der Roma-Mission fortfahren. Genau. Oh, direkt am Wasser gelegen. Das ist doch schön. So. Hallo. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klugscheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst.
Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Fluch der Roma. Eine Gruppe byzantinischer Tempel hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften.